Leipzig hat alles unternommen, um klimaneutral zu werden, um damit einen nachhaltigen Beitrag zur Bewältigung der globalen Klimakrise zu leisten. Wie bringe ich die Energiewende nach Leipzig? Indem ich die Menschen um mich herum für das Thema sensibilisiere. Ich habe oft Gespräche mit Freunden, Familien, Bekannten und Verwandten über diese Themen, die mich beruflich beschäftigen. Für mich steht Klimaschutz im Zeichen der Nachhaltigkeit und des verantwortungsvollen Umgangs mit unseren Ressourcen. Jeder kann dazu einen Beitrag leisten, auch ich als einzelne Person. Ich erreiche mit dem Fahrrad alle Orte in der Stadt und wenn es doch mal weiter wird, nutze ich öffentliche Verkehrsmittel. Ich glaube, die Infrastruktur von morgen steht vor einer Reihe von Herausforderungen und Anforderungen, um den veränderten Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden. Eine zentrale Anforderung wird die Nachhaltigkeit sein. Die Infrastruktur muss ressourceneffizient sein, erneuerbare Energien nutzen und umweltfreundlich gestaltet sein. Ich wünsche mir im Hinblick auf den Netzausbau Verständnis, Unterstützung, Zusammenarbeit von den Bürgerinnen und Bürgern. Es kann durch unsere Netzbaumaßnahmen zu Behinderungen, Umleitungen, aber auch zu Lärmbelästigungen kommen. Es geht nicht nur darum, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern auch darum, erneuerbare Energiequellen zu fördern und zu nutzen, umweltfreundliche Praktiken zu unterstützen und aktiv an einer lebenswerten Umwelt für zukünftige Generationen zu arbeiten. Ich bin Mitarbeiterin bei der Netz Leipzig. Die Netz Leipzig ist ein Unternehmen, das sich mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Infrastrukturen im Bereich der Energieversorgung in Leipzig befasst. Der Stadtrat hat klare Wege vorgegeben, um bis 2038 die Bürgerinnen und Bürger mit klimaneutraler Wärme zu versorgen. Die Basis dieses ehrgeizigen Ziels ist beispielsweise eine umfassende kommunale Wärmeplanung, die die Stadtwerke Leipzig, die Netz Leipzig in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig entwickeln. Ein wesentlicher Teil dieses Wärmeplans ist neben dem Aufbau von dezentralen Lösungen auch die Entwicklung der Netze.